Der wahre Kwisatz Haderach. Denn ja, der offensichtliche Kandidat Paul Atreides scheint im Laufe der Dune-Geschichte nicht der erwartete Kwisatz Haderach zu sein. Aber wer ist es dann? Und was soll der Kwisatz Haderach überhaupt sein? All diese Fragen klären wir heute. Belohnt diese Hintergrundvideos mit einem Abo, bevor der Gomjabar euch testet. Starten wir mit dem Begriff Kwisatz Haderach und diesen zu erklären. Der Begriff Kwisatz Haderach wurde hauptsächlich von den Bene Gesserit verwendet und stammt aus der alten Tschakopsa-Sprache, was wörtlich übersetzt Abkürzung des Weges bedeutet. Es ist wahrscheinlich, dass Frank Herbert den Begriff aus der Kabbala entlehnt hat, der jüdisch-mystischen Tradition, deren Hauptwerk das Buch Sefer Ar-Soha oder die Soha das Buch der Pracht ist. Dort taucht das Wort Kwisatz Haderach auf, was wörtlich der Ursprung des Weges bedeutet und darauf hinweist, dass ein Eingeweihter augenblicklich eine gewisse Strecke zurücklegen kann, wenn er diese kennt. Der Begriff Kwisatz Haderach wird in dem Dune-Kosmos erstmals wirklich prominent von der Reverend Mother Mohaim während ihres ersten Treffens mit Paul Atreides verwendet. Die Reverend Mother Mohaim erklärt, dass das Spice es den Bene Gesserit ermöglicht, das genetische Gedächtnis in ihnen freizuschalten, jedoch nur das Gedächtnis ihrer weiblichen Vorfahren. Die männliche Seite ihrer Abstammung hingegen repräsentierte einen Teil ihres Bewusstseins, den sie abgestoßen haben und der sie innerlich so terrorisiert hat, dass sie nie Kontrolle darüber erlangen konnten. Ein Kwisatz Haderach wäre ein männlicher Bene Gesserit, der Zugang zu den Erinnerungen sowohl seiner männlichen als auch seiner weiblichen Vorform hätte und außerdem eine Fähigkeit besitzt, Raum und Zeit mit vorausschauenden Fähigkeiten zu überbrücken. Die Bene Gesserit streben danach, Zugang zu diesem Wissen zu erlangen, was ihnen verborgen wurde, und den damit verbundenen Kräften, was sie dazu veranlasst, ein langwieriges Zuchtprogramm zu starten, um eben ein solches Wesen hervorzubringen. Dieses Wesen würde die Fähigkeiten eines Bene Gesserit Reverend Mother Mentaten und Gildennavigators in sich vereinen. Der ursprüngliche Plan der Bene Gesserit war es, die Tochter des Herzog Leto Atreides mit einem Harkonnenmann zu paaren, um den Kwisatz Haderach zu erzeugen. Dies sollte der Höhepunkt von mehr als 10.000 Jahren sorgfältiger Züchtung und Überwachung sein. Dieser Plan hätte das Ende der jahrhundertealten Fehde zwischen den großen Häusern Atreides und dem Haus Harkonnen bedeutet und einen von den Bene Gesserit kontrollierten Kwisatz Haderach auf den goldenen Thron gesetzt. Doch aufgrund ihrer Liebe zum Herzog Leto Atreides gehorchte Lady Jessica den Anweisungen der Bene Gesserit nicht und gebar anstelle einer Tochter einen Sohn. Und dieser Sohn ist Paul Atreides. Paul gilt als der erste große Kwisatz Haderach-Anwärter neben vielen anderen. Auch Leute wie Fenring oder Co. sind da gehandelt worden, aber konnten sich nie überzeugend als Kwisatz Haderach hervorbringen. Früh in Pauls Leben schien es ziemlich sicher, dass er tatsächlich der Kwisatz Haderach sein könnte, da er die Fähigkeit zeigte, in die Zukunft zu sehen. Als er 15 Jahre alt war, sandten die Bene Gesserit eine ehrwürdige Mutter, um Pauls Voraussicht und seine Ausbildung in den Wegen der Bene Gesserit zu prüfen. Dieses Ereignis erwies sich als bedeutender Katalysator für die kommenden Ereignisse, die das Universum in den nächsten mehreren tausend Jahren heimsuchen sollten. Pauls Test von Gaius Helen Mohaim mit dem Gomjabar sowie die stille Komplizenschaft der Schwesternschaft am Tod seines Vaters führten zu einer starken Ablehnung von Paul gegenüber den Bene Gesserit. Als er das junge Erwachsenenalter erreichte und den goldenen Thron bestieg, schwor er sich niemals unter der Kontrolle der Schwesternschaft zu stehen. Aus diesem Grund verloren die Bene Gesserit die Kontrolle über ihr eigenes Zuchtprogramm, ihren Kwisatz Haderach und die Möglichkeit, einen Bene Gesserit auf den Thron zu setzen. Wenn ihr die Hintergründe zu Paul, den Bene Gesserits und vielen anderen Themen sehen wollt, dann schaut hier in dem Kanal mal vorbei oder lasst auf jeden Fall ein Abo als Belohnung da, falls ihr dich getan habt. Die Mehrheit der Menschen schien währenddessen nicht zu erkennen, dass die Kenntnis über die Zukunft bedeutet, von dieser gefangen zu sein. Paul erkannte, dass er die Menschheit auf einen drastischen Kurs führen musste, um der eigenen Vernichtung der gesamten Menschheit entgehen zu können.
Infolgedessen entschied er sich, dem goldenen Pfad, und so nennt man diese Voraussicht, zu entkommen, indem er sich blenden ließ, um in die Wüste zu gehen und seinen Stamm nicht mehr zu Last zu fallen. Später übernahm sein Sohn Leto Atreides II. Den Mantel des goldenen Pfades, den sein Vater nicht zu Ende gebracht hat. Während sich die Bene Tleilax gegen Paul Atreides verschworen hatten, erwähnt einer von ihnen Skytel gegenüber Irolan, Reverend Mother Mohaim und Edric, dass sein Volk mit künstlichen Mitteln bereits einen eigenen Quidatz Haderach geschaffen hat. Mohaim ist darüber überrascht und fragt Skytel, warum die Bene Gesserit nie davon erfahren haben. Er antwortet lediglich, dass sie nie gefragt hätten. Skytel gibt nur ein wenig über den Tleilaxu Quidatz Haderach preis, außer dass er solche Wesen als vom Spektakel der Zeit erfüllt beschreibt. Er erklärt den anderen Mitgliedern dieser Verschwörung gegen Paul, dass Wesen, die ihr Leben damit verbringen, eine Darstellung von sich selbst zu schaffen, eher sterben werden, als das Gegenteil davon zu werden. Für Reverend Mother Mohaim ist das der Grund, warum der Quidatz Haderach sich in vielen Fällen selbst getötet hat. Sowohl Paul als auch sein Sohn Leto als mögliche Quidatz Haderach erlebten manchmal große Trauer, weil sie wussten, dass sie in ihrem eigenen Schicksal gefangen waren. Einer der wenigen Menschen, die das verstanden haben, war tatsächlich einer von Pauls Feinden. Der Tleilaxu Skytel. Sein Wissen über den Tleilaxu Quidatz Haderach ermöglichte es ihm, mit Paul und den Entscheidungen, die er treffen musste, zu sympathisieren. Als Leto der Zweite, also der nächste potenzielle Quidatz Haderach, den Thron bestieg, gelang es ihm nicht nur, sich der Kontrolle der Bene Gesserit komplett zu entziehen, sondern er übernahm auch die Kontrolle über ihr Zuchtprogramm. Während der 3500 Jahre seiner Herrschaft verwies er sie dann auf eine relativ unbedeutende Rolle im Universum. Letztendlich stellte sich aber heraus, dass weder Paul noch sein Sohn Leto der erwartete Quidatz Haderach waren. Die Worte der Bene Tleilax hatten also Bedeutung und daher steht ein anderer Kandidat im Verdacht, der wahre Quidatz Haderach zu sein. Nach der Regentschaft von Leto II. Vergaßen die verbleibenden Machthaber im Alten Reich entweder das Konzept des Quidatz Haderach oder kämpften vehement gegen den Aufstieg eines weiteren dieser Superwesen-Kandidaten. Die Bene Gesserit gingen sogar so weit, das Leben von Menschen zu beenden, die nur Anzeichen verbesserter Fähigkeiten zeigten. Doch wie die wilde Atreides-Linie zeigt, manifestieren sich ständig gesteigerte menschliche Fähigkeiten auch ohne die Überwachung der Bene Gesserit. Nach der Zerstreuung der Menschen im Universum offenbarten sowohl Miles Teg als auch seine Tochter Davi Ordrade zum Beispiel, beides Nachkommen der Atreides, übernatürliche Fähigkeiten. Teg konnte sich beispielsweise blitzschnell bewegen und seine Entführer auf Gamu ohne Probleme außer Gefecht setzen. Ordrade hatte derweil begrenzte Fähigkeiten der Voraussicht, die es ihr ermöglichten zu wissen, dass die fehlgeleiteten geehrten Matris und der Orden der Bene Gesserit zu einer einzigen Organisation fusionieren sollten. Aber es war schlussendlich der Gola von Duncan Idaho, der allen Beteiligten die Augen öffnen sollten. Als Klon, geschaffen durch die Bene Tleilax, erlangte er früh Selbstbewusstsein seiner selbst und wurde über Jahrtausende hinweg immer wieder geklont, getötet und neu geklont, mit der Fähigkeit, sich an seine früheren Leben irgendwann erinnern zu können. Er wurde in den Fähigkeiten der Bene Gesserit, der Mentaten, der Raumgilde und vielen anderen geschult und erlangte Einblick in seine früheren Leben. Somit wird Duncan Idaho unerwartet zum Quidatz Haderach, den die Bene Gesserit nicht arrangiert haben, aber für viele Fans des Dune-Kosmos könnte er somit der wahre Quidatz Haderach sein. Es wird nie eindeutig beantwortet werden können, denn Paul gilt als der Quidatz Haderach-Kandidat Nummer 1, brachte jedoch seinen goldenen Pfad nicht zu Ende. Sein Sohn Leto II. Vollendete seinen goldenen Pfad über tausende von Jahren und wäre daher eher als Quidatz Haderach anzusehen. Doch Duncan Idaho überlebte alle von ihnen und könnte,
somit der wahre Kwisatz Haderach sein? Was denkt ihr darüber? Schreibt es uns in die Kommentare. Und bleibt bei Sinn, verfallt wie immer nicht dem Wahnsinn. Bis bald.